Vogelspinnen. Ein Dutzend, ein gutes Dutzend Vogelspinnen. Absender zu Haus W&S. Ich finde, da sollten wir mal reinschauen. Wo ihr auch reinschauen solltet, ist der WhatsApp-Kanal von Tiny Venoms. Der Tiny Venoms WhatsApp-Kanal ist ein Kanal, habe ich jetzt angelegt. Man muss ja ein bisschen mit der Zeit gehen für die Menschen, die sagen: Ich, Dennis, ich habe kein Facebook. Gibt es diesen Discord-Server noch? Den gibt es nicht. Ja, hatte ich auch schon mal was zu gesagt. Ich habe kein Instagram, nichts und gar nichts. Und mir werden die Streams nicht angezeigt und ich habe es wieder verpasst und so weiter. Der Tiny Venoms WhatsApp-Kanal, den findet ihr einmal hier unten in der Infobox als Link, findet ihr aber auch in der Infobox künftig unter den Verlinkungen auf tinyvenoms.com unter Social Media. Link findet auch ihr hier unten. Einfach draufklicken, habt ihr die ganze Auswahl, wo es Tiny Venoms gibt. Da draufklicken auf den WhatsApp-Kanal, könnt ihr abonnieren. Ich glaube, ihr könnt da nicht kommentieren, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ihr wisst, ich muss mich da immer erst reinfuchsen und das Ganze ist auch erstmal eine Pilotierung, also ob ich das toll finde oder nicht, je nachdem dann, ob es auch ankommt oder nicht. Ja, muss dann irgendwie schauen. Aber grundsätzlich teile ich da die Inhalte, wenn Video online ist, wenn ich unterwegs bin, wenn ich mal auf die Börse fahre und so weiter. Konträr zu dem WhatsApp-Status, Instagram und so, das soll alles dann ein bisschen zusammenlaufen. Ich weiß es noch nicht. Klickt da mal rein, WhatsApp-Kanal von Tiny Venoms. Wir schauen hier mal rein. Wird sicherlich ein Fest für mich. Ich gehe davon aus, dass es auch die letzte Paketsendung, die ich erhalten habe, zumindest mit Vogelspinnen, in diesem Jahr. Und je nachdem, wie kalt es gerade ist zum Zeitpunkt von dem Video, wo ihr das seht, ja, bedenkt, dass das nicht tagaktuell ist, sondern dieses Paket hier habe ich in der Vergangenheit bekommen unter Temperaturen, die es völlig zugelassen haben. Ihr wisst es, Claudia würde nicht versenden und ich würde auch nichts empfangen wollen zu dem Moment, zu dem Zeitpunkt. Deswegen, es gab so ein paar Ungereimtheiten, weil ich bei einem Video gesagt habe, ja, heute auf dem Freitag und das Video ist online gegangen und es war nicht Freitag. Das hat für Irritation gesorgt, fand ich sehr witzig. Aber im Grunde genommen ist das alles schon sehr aktuell. Also ich würde sagen, wir guck jetzt hier endlich mal rein und ich freue mich sehr darauf, weil ich mich auf einige Sachen darin sehr gefreut habe. Also, let's go. Achso, ich bringe natürlich wieder das Thomasche Unboxing-Messer auch hier wieder ins Spiel. Ich weiß gar nicht, wer von euch weiß, warum das das Thomasche Unboxing-Messer ist, aber ich habe mich mit diesem Messer mal übelst geschnitten. Das ist ein Fox Knife und ich werde hier tatsächlich schon mal die Adresse entfernen, damit ich sie nicht gleich ausblenden muss. Also, ihr wisst, aber jetzt. 3, 2, 1, jetzt geht's los. So, sind wir auch schon an dem guten Stück. Wie gesagt, hier nochmal das volle Messer, mit dem ich mich mal verletzt habe. Jetzt geht das hier mal zack, zack, zack. Es ist scharf nach wie vor. Jetzt klack, klack. Und da sind wir auch schon. Heatpack ist hier mit am Start. Jetzt nicht im Bild, klebt unterm Deckel. Alles in Ordnung. Verpackungsmaterial, so wie wir das kennen. Und dann geht's auch schon los. Ich muss jetzt mal so ein bisschen die Liste nebenbei aufmachen, die ich da quasi geordert hatte. Genau, damit ich das so ein bisschen im Blick habe. Nicht um zu kontrollieren, dass auch alles dabei ist, sondern einfach so für mich quasi. Kommen wir mal zum ersten Tier. Nando Colorado Bilosus, das Weibchen, was ich hatte, hat sich als Männchen entpuppt und deshalb habe ich jetzt nicht das Weibchen hier gekauft, sondern weil, ja, wie soll ich sagen, am Ende des Tages bringt es mir ja nichts, ein adultes Männchen zu haben und ein kleines Weibchen haben zu wollen. Dann hätte ich ein großes Weibchen kaufen müssen, aber ich möchte diese Art nicht nachziehen, ne? Es geht nicht darum, irgendwas nachzuziehen und dabei möchte ich auch bleiben, sondern das, wozu ich Lust habe. Im Übrigen ist das auch nicht gleich das, was am meisten Ertrag bringt, aber das wisst ihr allein schon von meinem Bestand, den ich hier habe. So, jetzt muss man gucken, wo der Eingang ist. Hier ist der Eingang. Wow, das ist schon ein sehr gut herangewachsenes Tier. Das freut mich insbesondere sehr. Wow, wirklich toll. Und ja, ist jetzt natürlich ein bisschen angewidert von der Reise,
Aber Tierversand, ne, ist schon eine super Sache. Völlig problemlos, kann man sich drauf verlassen. Also habe ich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht, außer den allerersten Tierversand, den ich dann mal hatte. Hier sind kleine drin, die lasse ich erstmal außen vor. Oder wollen wir die gleich angucken? Ach komm, wir nehmen es so, wie es kommt. Und schau mal hier drauf. Also das war gerade die Colorado villosus. Dann haben wir hier. Jetzt muss ich kurz mal entziffern. Ich halte es allerdings schon mal ins Bild. Ach so, okay. Ja, alles tutti. Und ja, auch hier mal die Schilder dabei. Ist das nicht ein geiler Service von Claudia? Ja, also ist das nicht ein geiler Service? Hier seht ihr auch übrigens schon die erste. Ich werde die jetzt nicht einzeln auspacken, aber was sehen wir hier, ne? Wir haben hier dreimal die gleichen. Wir haben hier einmal Nandu Chromatus. Hier haben wir auch Nandu Chromatus. Hier haben wir die Perinochilus murinus DCF Mikumi. Ja, hier mit dem Hinweis Mikumi. Steht auch hier nochmal drauf auf der Karte. Sieht man hier ganz gut. So sieht man es besser. Perinochilus murinus, DCF, ist die Dark Color Form. Und dann, ach, steht es auch hier. Und dann Mikumi als Hinweis, die Ortschaft oder das Gebiet an sich. Ich weiß gar nicht so richtig, wo Mikumi liegt, ehrlich gesagt. Muss ich mir mal anschauen. Und hier sehen wir schon die nächste Karte. Lasodorides pollicus pollatus. Das sind diese drei hier oben. Und ihr wisst ja, ich bin sowieso ein Lasodora-Lasodorides-Fan nach wie vor. Und mich hat es insbesondere gefreut, dass Claudia die auf der Liste hat, weil wir haben doch Enigma. Und bei Enigma gibt es doch die Geschichte hinten dran. Es kann eine Lasodora parahybana sein oder eine Lasodorides pollicus pollatus. Und jetzt haben wir hier Tiere zum Vergleich. Allerdings sind das kleine Tiere und Enigma ist doch schon etwas herangewachsen. Deshalb werden wir es nicht vergleichen können. Aber sowieso werde ich ab und zu mal von diesen hier berichten. Nandokomatos hatten wir gerade. Die Mikumi hatten wir auch. Passt soweit alles. Wie gesagt, finde ich toll hier. Schilder sind dabei. Ja, finde ich super. Also finde ich wirklich super. Manche von euch fragen sich, ja, wie soll ich den Namen da dran machen? Ne? Hier beim Zoos W&S gibt es das mit obendrein. Im Übrigen weiß ich, weil ich natürlich auch der Seite folge von Claudia, dass dort tatsächlich auch der Service für ein Upload ein Ei angeboten wird, sich diese Schilder machen zu lassen. Ihr merkt, ich bin ein Fan. So, haben wir nochmal Papier. Was haben wir hier als nächstes? Erstmal hier steht Dennis drauf. Da ist aber nicht Dennis drin, sondern der ist hier hinter der Kamera. Afonopema the Money. 1-0. Warum? Ja, sie hat da einen Mann mit drauf gehabt. Jetzt brauche ich nochmal das Messer. Das brauche ich heute mehr denn je. Sie hat da einen Mann gehabt und da habe ich gesagt, okay, komm. Afonopema the Money, meine allererste Vogelspinne überhaupt. War auch damals ein Männchen, ein bereits adultes. Wurde mir von meinem Cousin geschenkt. Hat natürlich nicht lange gelebt, hat nicht mal bei mir gefressen. Und da ist dieser kleine Hammel. So, ich muss das am besten ja vor der Kamera machen, ne? Dafür ist es ja da. Da ist er. Da bin ich mal gespannt. Ein Männchen auf ein Weibchen gleich Nachzucht? Nein, ist nicht so, ne? Aber warum nicht? Ich habe Spaß bei der Aufzucht der Tiere und deshalb, ja, freut es mich insbesondere, wenn ich denn mal hier einen Mann aus der guten Quelle bekomme. Und ja. Dann haben wir hier noch Chromatopema Cyanea pubescens. Auch ein Mann. Ja, ziehen wir den jetzt selber heran. Ich habe allerdings auch noch zwei sitzen, aber kann man nicht genug haben. Und außerdem gibt es auch noch Oskar, der hat auch noch ein Mädchen sitzen. Der möchte das auch verpaaren. Ja, hier unspektakulär, ne? Also da ist der gute Mann. Der darf dann auch nachher umziehen. Einige Boxen habe ich schon fertig. Wusste ja, was mich erwartet. Zwei fehlen noch. Und dann haben wir hier noch. Geniculata. Ein Geniculata Mann. Habe ich auch einen sitzen.
Der ist noch nicht so weit. Den wollte ich ja schön hier alle bestmöglich angekommen. Ne? Der darf dann natürlich auch umziehen. Boxen auch schon beschriftet. Genau, vielleicht zeige ich euch auch, wie sie denn da drauf kommen. Ach hier, es ist auch special. Und zwar Pamphobetheus bin ich auch ein Fan von. Allerdings habe ich auch ein paar abgegeben, weil sie sich sehr, sehr ähneln teilweise. Und eine liegt mir besonders am Herzen und das ist die Pamphobetheus Species Mascara. Die Mascara ist wirklich eine sehr hübsche Art, die wirklich sehr toll aussieht. Hier verkauft. Steht drauf, richtig. Ich gehe hier gleich unter. Eine Schlange links von mir hat gerade einen Pups gelassen. Hat ins Terrarium gemacht und das ist wie Vorhof zur Hölle hier gerade. Vom Geruch her. So, kann sein, dass dieses Tier natürlich schon etwas größer ist. Ihr seht es hier. Und wenn der jetzt da rauskrabbelt, dann habe ich die Misere hier. Ich will nur mal zeigen, wie groß der ist. Die werden natürlich auch so sehr groß, ne? Und die Mascara, die sehen die Mädels, ne? Dieses Nussbraune mit dem schwarzen Ansatz denn da drin, das gefällt mir wirklich sehr. Also Mascara ist, ja. Aber Platyoma habe ich ja auch noch sitzen. Sieht auch richtig geil aus. Kann man nichts anders sagen, ne? Das ist einfach so. So, dann habe ich hier die Acanthus gorea geniculata. Hat Claudia Mädels von gehabt. Ich will mal sagen, gut herangewachsen. Stand, glaube ich, 5 cm. Und ich hatte ja einen aktuellen Verlust zu verzeichnen. Ist ein Tier eingezogen und ich habe gesagt, okay, ich ziehe mir gerade noch eins groß. Eins bekommt ein Arbeitskollege. Jetzt will sie gleich rauskommen. Sitzt sie hier. Deswegen, geniculata liegt mir so am Herzen. Diese Art möchte ich einfach, werde ein bisschen bombardiert. Ne? Erstes Indiz dafür, dass es tatsächlich ein Weibchen ist. Kleiner Spaß am Rande. Ist für mich einfach eine tolle Sache. Im Grunde, die Geniculata bleibt es auch einfach. Und die Geniculata wird sowieso hoch gehandelt. Ne? Von der Beliebtheit her. Beliebtheit. Nandu Trepepi. Tatsächlich, denn ich habe somit jetzt mit der Trepepi, habe ich jetzt die Nandu Carapuensis, die Trepepi Chromatus Coloratovillosus. Ja, diese vier. Finde ich eine tolle Art. Die Trepepi habe ich schon ewig nicht mehr besessen. Ich habe mein Tier selber aufgezogen, ist dann auch als Sling gestorben, hatte ich allerdings irgendwo dazu bekommen. Finde ich einfach super, dieses Blonde. Sieht für mich noch ein Tick schöner aus als die Alphonoperma calcodes. Ach, guck mal, wie toll das aussieht. Wie toll dieses Tier jetzt schon aussieht, ne? Und, ja, das so. Claudia meldete sich, war gar nicht auf der Liste, ne? Es lohnt sich da auch immer mal nachzufragen. Wenn ihr etwas auf der Liste bei Claudia vermisst, dann ruhig mal hergehen und mal nachfragen. Es lohnt sich, ne? So, ach, wieder netten Kaffee hier. White Coffee, der kommt hier im Haushalt sehr gut an. Luwak. Ist das eigentlich vom Polenmarkt oder so? Claudia, falls du das siehst. Nee, Indonesia hier. Weil ich hatte immer so ein ähnliches Design. Kann man auf jeden Fall sehr gut machen, wenn man Kaffeetrinker ist. Dann ist hier natürlich noch die Rechnung. Und so, jetzt ist der Kamera natürlich die Luft ausgegangen. Ich glaube, ich war gerade hier bei dem Kaffee. Kann man auf jeden Fall sehr gut trinken und vielen lieben Dank. Ich möchte mich generell auch bei Claudia einfach bedanken, weil diese Bestellung bei Claudia, wenn ich etwas haben möchte, ist wirklich einfach so problemlos. Es ist so problemlos. Also sie ist auch so schnell zu erreichen, das ist gar nicht mein Anspruch. Ne? Wenn ich irgendwo eine Anfrage stelle und Claudia sagt, nee, jetzt ist Wochenende, ne? Montag wieder, ist für mich völlig in Ordnung. Aber es ist so problemlos und ich weiß das so sehr zu schätzen und da ist die epische Klingel wieder. Ihr kennt sie nicht und da muss ich jetzt tatsächlich mal kurz hin, denn ich habe etwas ganz Episches bestellt.
So, da bin ich wieder. Ich habe nämlich was Episches bestellt. Vielleicht werde ich das so, solche Sachen auch künftig mal auf dem WhatsApp-Kanal denn teilen. Was ich sagen wollte oder mich nicht von abbringen lassen möchte, dass ich super zufrieden bin mit dem Bestellvorgang bei Claudia, ne? Das ist so: Hey Claudia, hast du das und das? Ich hätte gern das, das und das. Alles klar. Kannst du mir das zurücklegen, weil es ist dein Feiertag? Alles kein Problem. Oder sie ist gerade im Urlaub gewesen, selbst da antwortet sie, ne? Also wirklich sehr, sehr löblich. Was auch geht, was ich jetzt auch gemacht habe, ich hätte gern das und das und das. Wann kommt die nächste Liste? Ja, so nächste Woche. Können wir so lange warten, kein Problem. Es ist super einfach und super pflegeleicht im Umgang mit dem Zuhause W&S. Ich denke mal, Frank wird ja auch mit reinspielen, ne? Im Hintergrund viel. Das eine Logistik, mich finde ich einfach nur beeindruckend. Ne? Und das muss ich auch einfach mal erwähnen. Und an der Stelle vielen, vielen Dank dafür und für diesen reibungslosen Ablauf und freue mich auf weitere Zusendungen in der Zukunft. Werde da vielleicht eher im primären Auge auf die Männchen halten, weil hier wird ja auch einiges von groß wieder. Und das muss natürlich vorweg berücksichtigt werden. Genau, das zum einen. Ja, ich werde sagen, bis hierhin war es das fürs Erste. Ich werde die Tiere gleich umbetten. Vielleicht gibt es da einen Short von oder auch ein Video. Ich weiß nicht, manche Boxen sind ja schon fertig. Ne? Das ist also eher unspektakulär, die Tiere da reinzusetzen. Aber ja, das wird vor der vorerst. Nee, Quatsch, ich habe noch einen Zugang habe ich noch. Allerdings kommt er nicht zu mir nach Hause, sondern er kommt zum Oscar nach Hause. Da wird es auch noch mal ein kleines Update geben. Da bin ich jetzt hier bei Claudia nicht fündig geworden, aber auch eine gute Adresse. Also wir sehen uns auf jeden Fall zum Thema Unboxing noch einmal wieder. Also bis dahin, gehabt euch wohl. Mich würde mal an der Stelle interessieren, was erwartet ihr als nächstes von den Tieren? Und wie gesagt, checkt mal den WhatsApp-Kanal Tiny Venoms hier ab. Link findet ihr hier oder vielleicht sogar über die Suche. Geht das auch? WhatsApp nach Kanal suchen, einfach mal Tiny Venoms eingeben und dann mal gucken, ob ihr das denn schon findet. Ansonsten euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns spätestens in dem nächsten Livestream, hoffe ich. Den werde ich dann auch auf dem WhatsApp-Kanal bekannt machen. Bis dahin, ahoi.